Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Heute möchten wir euch die ProStep-Serie, also die Routenserie aus der ProStep-Serie vorstellen. Und ich habe hier die Mikrojig mit einer Länge von 1,83 m, ein Wurfgewicht von 2 bis 7 Gramm, eine Legerrolle, eine Tausender, eine Mikrospin drauf. Und ich würde sagen, gib Gas, ne? Gib Gas. Ultra Mikrojig, 1,83 m, 0,5 bis 4 Gramm. Ich habe hier eine Tausender Alera Mini drauf, was Feines, und bin schon richtig heiß, das Ding zu testen jetzt hier. Ja? Ja, sind sehr schöne Routen, sind edel verbaut. Sieht sehr gut aus. Habt ihr hier so ein kleines Gummiband, da könnt ihr euren Jig reinhängen. Oh, ich habe meins vergessen dran praktisch zu machen. Ja, macht das. Das war so eine Tüte, ne? Da sollte man nicht wegschmeißen. Genau, sollte man nicht wegschmeißen. Ist so ein kleines weißes Tütchen, man denkt, da ist irgendwas drin, ich habe es weggeschmissen. Ja, bestraft. Bestraft. Ja, jetzt musst du zusehen, wo du deinen Haken hinweist. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir geben jetzt Gas und fangen ein paar Barsche. Schöne Aktion hier, hat er sich den Printchat voll weg inhaliert, der kleine Kerl. Oh, er will runterschlucken. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Angelei, ne? War so eine Abwechslung, gutes Frequenzangeln. Hier seht ihr es, kleiner Minibarsch. Darf natürlich wieder schwimmen. So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir noch einen fangen. Gestern Abend, wo ich die Leihboote fertig gemacht habe, da habe ich gesehen, der ganze Hafen hier ist am Kochen, voll mit Barsch. Ich habe auch richtig große gesehen, also ein paar 40er haben wir dabei auch gesehen. Ja, klappt der nächste. Oh, der ist ein bisschen besser. Da seht ihr vom Sung die Shirazu-Route, die etwas günstiger. Auch eine schöne Aktion. Ja, der Sung, der hat eine Nummer kleiner, der hat den kleinen Waggle-Chat drauf. Also der kleine Regelchat bringt mehr Barsche. Ich will aber einen dickeren fangen. Kennt mich ja. Johnny will immer dicke Fische fangen. Und hier sind richtig dicke Barsche drin. Ich habe sie gestern Abend gesehen. Also gestern Abend habe ich die Leihboote reingeholt von den Jungs, die unterwegs waren. Und dann bin ich hier durchgegangen. Da habe ich bestimmt so ein paar dicke Trupps gesehen. Ja, haben wir ihn ein. Da haben wir ein paar dicke Trupps gesehen. Mit richtig dicken Barschen, also 40, aber ihr seht es ja auch wieder, ne? 6 cm am 2 Gramm Kopf für so einen kleinen Barsch, nix, ne? Was hat er? 20, 25 cm, ihr seht es, hat einen schön weginhaliert, ne? Hat sich schön reingesaugt, der Kollege. Oh, den hat aber sich auch reingehauen, alter Scholli, den will er ja gar nicht mehr wiedergeben, ne? Ja, kann auf jeden Fall eine schöne Angelei sein. Das ist natürlich ein richtiges Frequenzangeln. Jawohl! Da liegt da, oh, schöne Aktion, der Winter. Oh, geht ab. Ah, macht Spaß die Route. Zu kleinen Ködern. Schöner inhaliert. Zack. Wollen wir wieder schwimmen lassen, den kleinen. Und mal auf, dass er die Mutti oder den großen Bruder vorbeischickt. Ja, und weiter geht's. Ups, noch Gummistakler machen. Der Schwanz auch wieder schön hängt. Und dann fangen wir den nächsten. Bisschen größeren erwischt. Hier seht ihr, auch kein Riese, aber ihr seht, er hat ihn voll weggeblasen.
Hut hat eine schöne Aktion gemacht, ne? Lass uns den guten mal schwimmen wieder. Ja, meine Lieben, Barschezupfen hat super geklappt. Wir haben ganz einen Schwung Barsche gekriegt. Schade, dass wir nur ein, zwei halbwegs Kapital hatten. Wir haben ohne Ende gefangen. Muss man jetzt nicht jeden Zisselmann filmen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum großen Strom und versuchen mal in einem Nebenarm vom Rhein, wo richtig Strömung drauf ist, mal einen Zander zu fangen. Ja, meine Lieben, Barschezupfen mit der Ultraleitroute hat ja bestens gerade im Hafen geklappt. Jetzt sind wir hier am großen Strom. Ihr seht hier schön die Struktur. Ne? Hier, wir stehen hier direkt auf der Kante. Hier oben ist die Buhne. Hier fällt es ab zum Flussbett. Habe ich das Boot platziert. Und heute, also jetzt heißt es Jiggen mit der Zander 53. Und einmal mit meiner Lieblingsroute, mit der Texas and Carolina Rig Route. Natürlich eine richtig geile Angelei. Ich liebe es. Geiles Frequenzangeln, Barsche, Zander, macht richtig Spaß. Schöne parabolische Route mit einem guten Rückgrat. Und ich bin schon richtig heiß. Deswegen sagen wir, ne, Johnny ist heiß wie Frittenfett. Und jetzt geht's los, Leute. Johnny ist heiß. Schaut es euch an, die Struktur. Hier seht ihr exakt die Kante. Also, hier könnt ihr es nochmal richtig sehen. Ne? Hier oben ist mein Boot. Hier seht ihr es ja, das Boot. Hier ist die Buhne und genau, ich habe das Boot exakt an der Kante platziert. Das ist natürlich möglich wegen meinem High-End Wellmarine Axion. Und jetzt geben wir Gas, ich bin heiß, los geht's! Ja, zweite Wurf, Carolina Rig, ihr seht die Router, schöne Spitzenaktion, ist schön weich, ist mir auf den Kiriwurm, ist mit schöner Zetti eingestiegen, jetzt kein großer, aber war ein guter Einschlag. Er konnte die gut einsaugen, die Rute hat schön nachgegeben beim Anbiss, so wie es sein muss beim Texas and Carolina Rig Fischen. Und da kommt er hoch. Ja, da kommt er. Oh, ein guter, schöner. 55 könnt ihr haben. Ach, schön. Seht ihr auch. Auf den Haken vorne. Hat perfekt gepackt. Akiriwurm hat beste Arbeit geleistet. Rute auch. Ja. Ja, oh. Ah, okay, ein bisschen kleiner ist er. Aber ihr seht es. Na? Schöne Anbiss gewesen. Offset-Haken sitzt auch perfekt, so wie es sein soll. Der Anbiss kam. Er konnte sich den schön einsaugen. Die Rute hat nachgegeben. Und bumm, kam der Anhieb. Perfekt. Ausbalancierte Rute. So muss es sein. Ja. Dann machen wir jetzt mal ein Foto von. Der Kollege ist jetzt ein bisschen klein, ihr seht es, dann lassen wir jetzt mal wieder schwimmen. Ne? Bitte Mutti. Ja, weg ist er. Aber ihr seht es, ne? Offset-Haken, Carolina Rig. Perfekt. Ne? Ja, war ein guter Start. Ne? Dann sehen wir mal zu, dass wir noch ein paar fangen. Ja, Texas Carolina. Heute dreht sich alles ums Texas Carolina Rig Angeln. Da haben wir ja die neue von der Post-Up Serie, die Texas Carolina Rig Route. 2,43 Meter, hat ein Wurfgewicht von 8 bis 32 Gramm. Super Stöckchen, seht ihr, hier habt ihr auch einen schönen Hakenclip. Ja, die sind alle vom Werk aus dran, also könnt ihr euch euren Haken einfach hier reinhängen. Verkratzt euren Blank nicht, da seht ihr, der Haken kommt nicht am Blank. Ja. So was passiert, wenn Angler eine Route entwickeln. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie führe ich überhaupt einen Texas oder Carolina Rig. In diesem Fall Texas. Der Luftdruck ist heute ein bisschen hoch. Da habe ich mir gedacht, da werden sie spitz beißen. Dann können sie ihn schön einsaugen, schwerelos. Also wenn er sich abgelegt hat, zähle ich in euch, jetzt hat er sich abgelegt, zähle ich 1, 2 und zuck den wirklich so 3, 4 Mal zack, zack, zack an. Dann wieder 1, 2 abgelegt. Viele Bisse kommen, wenn das Blei unten ist. Das Blei ist jetzt unten. Zum Beispiel der Zander gerade, der kam nicht in der Absinkphase, mein Blei hat sich abgelegt, ich habe gezählt, 1, 2, bock, kam der Biss. Da der Köder ganz langsam nachtrudelt. Und das recht in den Strömungsbereich, wie hier, am Schwellwasser, dann drückt die Strömung den Köder ja noch weg. Und er ist immer noch in der heißen Phase. Beim Jig ist es ja, der Jig tickt auf und dann ist er unten. Und der Köder ist auf dem Boden. Ganz selten, dass da mal einer den nochmal aufsaugt. Meistens wenn Barsche oder Zander legt sich mal gerne drauf bei hohem Luftdruck. Der Olli hatte gerade auch schon Biss auf dem Jig einen Spitzen. Und das ist das eben, wenn es hoher Luftdruck, also der Luftdruck plötzlich steigt, die Fische zicken, dann saugen die den nur an oder wollen die nur verletzen, die Beute.
Und wenn das Blei auf dem Boden tickt, ist der Köder schwerelos. Er trudelt ganz langsam hinterher. Und wenn der Zander den nur leicht ansaugt, pfupp, weg ist er. Und dann hat der Johnny und die Falle zugeschnappt. Also, nochmal Leute. Ihr seht ja auch die Spitze, ne? Also es ist wichtig, also für mich ist es wichtig beim Texas und Carolina Rig Angeln, dass ich wirklich eine weichere Spitzenrute habe. Man kann jede beliebige Spinnrute dafür nehmen. Kann man nehmen. Aber den richtigen Effekt, wenn die spitz beißen und den ansaugen, geht meine Rutenspitze nach. Also das heißt, sie geht schön nach, sie federt nach. Und das ist das Wichtige. Auch beim Anjiggen, ne, kann ich mit einem Besenstiel, kann ich das hier nicht machen. Weil die Rute, die Spitze nicht federt. Also, ich zupfe den so an, absinken lassen. 1, 2, zupfen. Auf den Boden angekommen, 1, 2, zupfen. Das Zupfen mache ich, dass das Bullet Weight schön auf die Glaskugel immer wieder knallt, klack, 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 klack. Und das hat ungefähr so einen Effekt wie ein Wop. Ja, da habe ich ihn. Oh, geiler Biss. Ein richtig geiler Biss. Das ist ein Barsch. Könnte ein besserer sein, glaube ich. Oder ein kleiner Zander. Habt ihr es ja gesehen. Und ich habe es ja gerade gesagt. Mein Blei lag schon auf dem Boden. Also, der Köder war nicht in der Absinkphase. Oh, der macht ja richtig Theater, der Kollege. Boah, hab ich ja gesagt, ein richtig geiler Barsch. Oh, schön. Da seht ihr ihn, ne? Da seht ihr, schön auf den Haken auch gepackt. Hände schön nass machen. Seht ihr, schöne Kirsche, ne? Schöner 40er. So muss es doch sein, ne? Und, ihr habt es gesehen, mein Blei lag schon auf dem Boden, mein Köder ist nachgetrudelt und bumm, kam der Biss. Eine mega geile Spaßroute jetzt. Kein Witz, Leute. Ne? Auch wenn der Johnny sie entwickelt hat, ein mega geiles Spaßstückchen. Ein Jahr Testphase, etliche Mal umgebaut, etliche Mal dünner gemacht, etliche Mal leichter gemacht. Der perfekte Stock für diese Angelei. Auch 20 Gramm Bullet, Köder, gar kein Problem. Hier seht ihr es. Boah, der macht richtig Theater, ne? Schöner Barsch. Da seht ihr ihn. Geil. So, da mache ich jetzt ein Foto und dann darf der zurück. Jetzt stelle ich euch mal die Rute vor, die Zander 53. Die ist entwickelt worden fürs Jiggen und fürs Faulenzen. Aber man kann auch super wobbeln, sage ich da mal mit. Ne? Kannst du schön den Wobbler durchziehen, Spinner oder sowas, ist auch kein Thema. Sie hat eine Länge von 2,42 Meter, also super fürs Bootangeln. Gewicht kann man werfen bis 53 Gramm. Und bis jetzt bockt sich die auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beschweren. Mir fehlt nur noch der Zander. Habe ich mal Johnny seinen Stock gemopst, weil ich wollte ja wissen, wie der ist. Und direkt auf dem ersten Wurf, bams. Oh ja. Da ist ein schöner. Aber ich kann die Route ja noch nicht so einschätzen. Ah, oh, schöner Zander. Komm her mal, Ruter. Ja, krass, geil. Komm her. Zack. Schön genommen. Schöner Fisch. Konnte ich die Rute zwar nicht gucken, wie der Köder halt dran geht, weil sofort was dran hing, aber dann machen wir gleich den nächsten Wurf. Aber jetzt habe ich mir den Finger. Ja, Zander können auch blutig machen. Das ist der vorne den Zahn, den man sieht. Aufpassen, den habe ich mir schön reingepiekt selber. Ja, hast mir ein Andenken da gelassen. Schwupp! Ja, meine Lieben, der Tag geht jetzt langsam zum Ende zu. Ich weiß nicht, wie viele Barsche wir hatten im Hafen. 20, 30 Barsche. Wir haben jetzt natürlich nicht jeden gefilmt, müssen ja nicht jeden kleinen Zitzelmann vor der Kamera halten. Ne? Aber ein paar schöne Live-Bisse, war richtig geil. Ein paar schöne Zander-Barsche auf der Texas & Carolina Recruiter. Olli hat auch auf der Zander 53 Barsch und Zander gefangen. Er hat auch, glaube ich, einen Barsch auf der Ultraleitroute gefangen. Ich habe ja auch noch Zander und Barsch auf der Ultraleitroute gefangen. Mega geil. Aber jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Ne? Also, wir sind ja hier in einer Buhne. Und hier seht ihr es jetzt genau. Ne? Hier ist die Steinpackung, die habe ich jetzt nicht drauf.
Hier ist mein Boot, hier seht ihr es. Hier oben seht ihr mein Boot. Jetzt drehen wir es mal, alles schön natürlich in 3D, weil Johnny auf dem Boot nur das Beste vom Besten. Und hier seht ihr natürlich schön, also könnt ihr euch vorstellen, die Strömungskante kennt ihr ja, Uferangler, Bootsangler auch. Hier ist die Strömungskante, hier fällt sie ab. Seht ihr? Und so sieht die Struktur hier unten aus. Also mein Echolot scannt die. Hier kommt die Strömungskante, die runter geht. Denkt man ja, es geht tief ins Flussbett, was hier in diesem Fall nicht ist. Hier geht sie wieder hoch. Ich habe jetzt nur auf 16 Meter mein Sonar eingestellt. Das heißt, hier schön Flussbettkante, haben wir eine Rinne und dann geht es wieder hoch. Und in dieser Rinne, da patrouillieren die Zander und die Barsche. Viele kamen jetzt auch aus dem beruhigten Bereich, aber das waren dann die kleineren Fische. Aber die bisschen besseren Fische, hier, die schieben hier ihre Patrouille, da. Da kommt der Futterfisch. Da seht ihr die Sicheln. Ach, jetzt habe ich es verpasst, weggezoomt. Kriegen wir es nochmal drauf, da. Da haben wir unser Zanderchen, ne? Und die schwimmen schön an der Kante entlang und warten nur darauf, dass unser Köder daherkommt und im richtigen Augenblick der richtige Köder, smack, er hat ihn eininhaliert und bums, er hängt bei uns an der Angel. Leute, ich sage danke für alles, für den schönen Tag mit euch, mit meinen Freunden, mit dem Olli und wir sehen uns bei den Hechtrouten.